Hallo meine Lieben, habt ihr auch so viele CDs, die ihr nicht mehr gebrauchen könnt? Dann recycelt sie doch einfach. Einfach entzweigeschnitten kann man sie als Mosaik wunderbar auf kleinere und größere Schachteln kleben und so entstehen wunderschöne Geschenkboxen. Ihr könnt ganz gewöhnliche CDs oder CD-ROMs verwenden. Vor dem Schneiden solltet ihr die CDs ein paar Minuten in heißes Wasser legen. Wenn man es nicht macht, kann, wie hier zu sehen, am Rand diese Glanzfolie ein wenig absplittern beim Schneiden. Also ein paar Minuten in heißes Wasser legen und dann können wir schon anfangen mit dem Schneiden. Die Form spielt eigentlich keine Rolle, so wie ihr sie haben möchtet. Bei mir sind es meistens so eine Art Dreiecke geworden. Ihr solltet auch kleinere und größere Teile herausschneiden, weil wir brauchen die kleinen dann auch noch für die Lücken zu füllen. Ihr solltet auch bedenken, je kleiner euer Objekt ist, das ihr bekleben wollt, desto kleiner sollten auch die Mosaiksteinchen sein. Auf diese Weise nun CD um CD so schneiden, bis wir genug Material haben, um unser Projekt zu bekleben. Und auch nicht nur mit der Größe, sondern auch mit der Form solltet ihr variieren. Mal längere Teile, mal kürzere Teile, also ganz verschiedene. Umso besser kann man nachher die passenden Teile finden, um die Lücken zu füllen. Wenn wir genug entzweigeschnitten haben, dann brauchen wir entweder einen guten Kleber oder eine Heißklebepistole. Und eine stabile Schachtel oder Karton, die wir bekleben können. Meine Box ist ziemlich stabil und ein gutes Objekt, sie zu bekleben. Den Boden werde ich nicht bekleben, sondern nur die vier Seiten und den Deckel oben. Die geraden geschnittenen Seiten, die kommen immer am Rand. So hat man immer einen schönen Abschluss. Bevor wir das zweite Teil ankleben, sollten wir es grob hinlegen, um zu schauen, ob es passt. Ich gebe die Heißklebemasse immer auf die untere Seite, also auf die beschriftete Seite der CD und klebe sie dann auf. Man kann auch erst ringsherum den Rand machen und dann in der Mitte alles ausfüllen. Und immer wieder kurz anlegen, bevor wir das hinkleben, so dass wir schauen, dass es gut passt. Auf diese Weise nun alle vier Seiten bekleben und auch oben den Deckel. Die Lasche lasse ich frei. Zumindest dieses Stückchen, das nach innen eingeschlagen wird. Es hat ein wenig gedauert, bis alles zu ist, aber nun ist es vollbracht. Alles ist fertig beklebt. Wenn ihr, so wie ich, das Ganze mit der Heißklebepistole bearbeitet habt, dann entstehen beim Kleben solche unschönen Spannfäden. Diese müssen nun alle entfernt werden. Das geht ganz leicht. Ihr solltet auch darauf achten, dass ihr beim Kleben mit der Heißklebepistole nicht kleckert auf die CD-Teile, denn diese Kleckertropfen, die gehen sehr, sehr schlecht weg und oftmals entstehen solche matten Stellen. Denn alles soll ja schön glänzend bleiben und diesen Spiegeleffekt haben. Wenn alle Spannfäden beseitigt sind, können wir das Ganze noch ein wenig säubern, vielleicht mit einem Brillenputztuch oder mit Glasreiniger und einem weichen Tuch, alles schön glänzend polieren. Und damit ist die edle Geschenkbox auch schon fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Eure Jule.